Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es soweit. Heute können wir euch endlich die britischen Kreuzer zeigen. Und bevor ich die Schiffe einzeln für sich jedes Mal in einem Gameplay präsentiere, will ich euch heute mal vorweg die ganzen Schiffe mal an sich zeigen und ein bisschen auf die Stats eingehen. Wir fangen mit dem Tier 1 Kreuzer Black Swan an. Das ist ein ganzer Kreuzer Tech Tree von Tier 1 bis Tier 10 selbstverständlich. Black Swan ist das erste Schiff im Tech Tree. Schaut wie folgt aus. Ein kleines, feines Schiff natürlich noch auf der Stufe 1. Ihr habt 102 mm Geschütze. Der Rumpf mit 6.054 Hitpoints. Drei Türme, zwei vorne, einer hinten. Mit der Modifikation 2 8,7 Kilometer, ansonsten mit der ersten 8 Kilometer Reichweite und 4300 PS sorgen für 19 Knoten. Hier nochmal die Panzerung, aber da seht ihr, da ist nicht viel. Brandwahrscheinlichkeit in dem Fall nicht vorhanden. Der hat nämlich keine HE-Granaten und ansonsten alles andere eben schnittwendiges Radius 320 Meter, Ruderstellzeit 2,9 Sekunden, Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser 7 Kilometer und zur Luft 5,4. Die Tarnung schauen wir uns auch einfach mal an, dass ihr seht, wie kann man so die Briten ausstatten. Typ 1 schaut wie folgt aus. Typ 2 so. Typ 5 dann diese. Typ 6. Naja, und das war's auch schon. So, ich denke, das ist dann soweit klar. Verbesserungen könnt ihr die Stufe 1 alle reintun. Und ansonsten hier den Klassiker. Es geht weiter mit der Weymouth. Das ist dann dieses feine Exemplar hier. Man sieht gut die Positionierung der Türme. Hinten der eine, dann immer an den Seiten. Und vorne dann sozusagen auch nochmal drei Stück. Die hat dann 152 mm Geschosse. Da gibt es zwei Rümpfe. Den A und den B, der dann die Hitpoints verbessert und die Flak. Feuerleitanlage 9,8 Kilometer, die zweite dann 10,7 und 26 Knoten schnell mit 22.000 PS. Hier dann da die Panzerung, aber auch hier seht ihr sehr weich überall. Ansonsten Artillerie, hier auch wieder, ihr seht, AP-Granaten, keine HE-Granaten. 9,8 Kilometer, 26 Knoten, 500 Meter Wendekreisradius, Ruderstellzeit 8,2, zu Wasser 10,3 Kilometer, zu Luft 5,3. So, jetzt kommen wir langsam ins Mittier. Hier mit der Caledon, dem Tier 3 Kreuzer. Da die Türme alle mittig positioniert, nicht mehr so wie beim Vorgänger die seitlichen. Auch 152 mm, auch wieder keine HE-Granaten. Wieder zwei Rümpfe, den A und den B. Der B hat dann 19.000 Hitpoints und zwei Flaks. Das Schiff hat erstmalig Torpedos. 41 Sekunden Ladezeit, Höchstschaden 10.000 Torpedogeschwindigkeit 53 Knoten und Reichweite 6 Kilometer. Die Modifikation macht eine Reichweite von 10,8 oder die zweite dann 11,8, verbessert das Ganze um 10%. Höchstgeschwindigkeit 29 Knoten, die Verbesserung 2 Slots, Modifikation 1 und Schadensbegrenzung sowie alles andere. Tarnungen bleiben ja immer ziemlich gleich, deswegen
gerade eben noch beim Vorgänger gespart. Schauen wir uns aber natürlich auch in den höheren Tiers auf jeden Fall an. Hier drüben geht's weiter. Trefferpunkte haben wir ja schon bei den Rümpfen gesehen. Panzerung hier. Da dann die Zitadelle. Nicht so groß. Auch hier wieder keine HE-Granaten. Die Torpedos 4x2. Sehen wir hier ganz gut. Auf jeder Seite ein Zwillingswerfer bzw. zwei Zwillingswerfer. Die Flakbewaffnung. Wendekreisradius 530 Meter, Ruderstellzeit 7,8, 10,1 zu Wasser, 4,9 aus der Luft. So. Hier jetzt die Danae. In dem Fall wieder 152 mm Hauptbatterie. Auch wieder zwei Rümpfe, 18.400 Hitpoints. Oder alternativ 20.900, büßt dann aber etwas an den Flaks ein. Wobei die Flugabwehr natürlich verbessert wird. Es geht ja hier bei um die Anzahl. Zwei Arten von Torpedos. Diese hier haben etwas mehr Nachladezeit, machen dafür mehr Schaden, sind aber auch schneller. Die Reichweite bleibt bei 6 Kilometer. Die Feuerleitanlage bringt 12,5 Kilometer. Oder in der Standardausführung 11,3. 30 Knoten schnell. Diese Modifikation könnt ihr verbauen. Ansonsten gibt es hier natürlich das Schadensbegrenzungsteam. Und aufs Äußere. Panzerungsanordnung. Sechsmal ein 152 mm Geschoss. Sehen wir hier auch hier ganz gut, jeder einzeln für sich. 4x3. Das heißt, in Summe 6 Torpedos auf eine Seite abfeuerbereit. Die Flakbewaffnung. 30 Knoten eben. Wendekreisradius 540 Meter. Ruderstellzeit 8,5. Zu Wasser 10,4 und zur Luft 5,4. So, jetzt wird es langsam spannender. Wir nähern uns den höheren Tiers. Jetzt sind wir schon auf Tier 5 angekommen und da sehen wir hier unten gleich im Layout eine der interessanteren Geschichten, nämlich der Tier 5 hat erstmalig den Nebelwerfer, den man aber auch ersetzen kann durch ein Aufklärungsflugzeug oder einen Katapultjäger oder natürlich die hydroakustische Suche, wobei die hier einzeln bleibt, das heißt, da kann man nichts verändern. Die Verbesserungen, 3 Slots. Was haben wir ansonsten beim Schiff zu sagen? Wieder die 152 mm Geschütze. Da gibt es auch wieder zwei Rümpfe. Der B-Rumpf verbessert dann eigentlich so gut wie alles. Die Hitpoints steigen auf 27.100 und deutlich mehr Flaks. Das sieht man auch hier unten. Eine Steigerung um 9 Punkte sogar. Bei den Torpedos haben wir hier die besseren vom Vorgänger sozusagen. Und hier nochmal eine höhere Nachladezeit, dafür nochmal mehr Schaden. Kommt 12,4 Kilometer oder mit der Verbesserung 13,6. 33 Knoten schnell. Und ansonsten, was ist hier drüben noch? Trefferpunkte haben wir schon durch. Die Panzerung. Ich zeige euch die einfach so gesehen und ihr könnt euch da ein bisschen eure eigene Meinung bilden. Hauptbatterie. Wieder keine HE. Also ich glaube, ich brauche das jetzt auch nicht mehr großartig erwähnen, sondern das seht ihr jetzt. Sekundärbewaffnung. Die hat dann natürlich wieder HE. Da gibt es auch dann eine Brandwahrscheinlichkeit. Flakbewaffnung. Das ist natürlich alles von der Standardausführung, das heißt, da bitte drauf achten.
Höchstgeschwindigkeit 33 Knoten, 670 Meter Wendekreisradius, Ruderstellzeit 10,9, 11,5 bzw. 6,7. Man kann natürlich auch hier, ich denke mal jetzt in den höheren Tiers wird dann die Eliteausführung spannender, dementsprechend hier jetzt die verbesserten Werte und auch die nehmen wir jetzt bei den anderen Schiffen dann zur Besichtigung. Die Leander haben wir jetzt hier. Das Kaliber kommt uns bekannt vor mit 152 mm. Rumpf A hat 24.500 Hitpoints, der Rumpf B verbessert auch wieder einiges. Natürlich deutlich die Trefferpunkte auf 28,7 und die Flak wird auf 15 aufgestockt. Torpedos 106 Sekunden Nachladezeit, der andere minimal weniger Schaden, dafür 10 Sekunden verbesserte Nachladezeit, auch schnellere und weitere mit 8 Kilometer. Dann haben wir hier die Feuerleitanlage mit 13,2 bzw. die Reichweite 10% erhöht, normal sind es 12 und 32,5 Knoten schnell. Diese Verbesserung könnt ihr einbauen. Und beim Verbrauchsmaterial auch hier wieder der Nebelwerfer, auch wieder die Suche und natürlich das klassische Schadensbegrenzungsteam. Wie gesagt, wir nehmen uns jetzt den Rumpf B und schauen hier so ein bisschen rüber. Fünf Kilometer Reichweite des Sekundären. Flakbewaffnung, hier nochmal dann die vom Rumpf B, die verbesserten eben. 640 Meter Wendegasradius, Ruderstellzeit 7,8. Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser 10,3 und zu Luft 6,7. Und so sieht das Panzerungsmodell aus. Hier die Zitadelle gar nicht mehr so groß. Gut, das war's mit der Leander. Jetzt kommen wir schon zum Tier 7 Kreuzer Fidschi. Erstmalig hier jetzt auch mit den drei Kanonen pro Turm. Deutlich massiver verbaut hier alles. Was haben wir hier zu sehen? 152 mm, das kennen wir. Es gibt wieder zwei Rümpfe. 27,5 bzw. der B hat dann 31,4. Torpedos auch wieder zwei erforschbare, 72 Sekunden. Oder hier dann die etwas besseren mit einfach nur mehr Schaden. Ansonsten bleiben alle Stats gleich. 14 Kilometer bzw. 15,4. 80.000 PS sorgen für 32,5 Knoten. Die Verbesserung hier, wieder alles, was man gerne haben will, kann man sich hier ausstatten. Und die hydroakustische Suche. Die Verbesserung, ihr könnt folgende einbauen. Und jetzt nehmen wir wieder den B-Rumpf, Panzerungsanordnung. Und hier sehen wir schon die Zitadelle deutlich größer. Auch hier die Beplattung. Ansonsten also die Zitadelle, aber natürlich nicht so leicht zu treffen. Sekundärbewaffnung wieder 5 Kilometer Reichweite. Die Flugabwehr. Höchstgeschwindigkeit 32,5 eben. 590 Meter Wendekreis. Ruderschnellzeit 8,6. Zu Wasser geht es ja auf bei 11,5. Zu Luft 7,3. So. Schauen wir mal hier uns die Tarnungen noch kurz an. Typ 1, Typ 2, Typ 5,
und Typ 6. So, jetzt wird es spannender, weil jetzt nähern wir uns wirklich High Tier. Jetzt kommt die Edinburgh. Das Kaliber, dazu sage ich, glaube ich, nichts mehr. Typ A, Rumpf und Typ B, wieder einfach mehr Hitpoints, wieder etwas bessere Flaks. Wieder zweier Vorspanner Torpedos, also so das Layout bleibt immer ziemlich ähnlich. Die dann etwas weniger Schaden machen, dafür etwas schneller sind und mit 10 Kilometer erstmalig zweistellig in der Reichweite sind. Feuerleitanlage 14 Kilometer, Standard, ansonsten 15,4. Und Höchstgeschwindigkeit 32,5 Knoten. Diese Verbesserung könnt ihr einbauen. Und dann hier erstmalig die Reparaturmannschaft vorhanden. Das bleibt gleich, wobei jetzt könnt ihr euch dann entscheiden zwischen Nebelwerfer und Überwachungsradar. Das erstmalig jetzt mit dem T8-Kreuzer hier in den Tech-Tree einfließt. Und die hydroakustische Suche selbstverständlich. Typ 5 und Typ 6. So. Hier seht ihr wieder den Aufbau. Sehr ähnlich zum Vorgänger, wie man sieht mit der Zitadelle. Hauptbatterie, nach wie vor fehlende HE-Granaten, 5 Kilometer Reichweite, 2x3 Torpedos, eben dann die verbesserten 10 Kilometer und die Flakbewaffnung sieht wie folgt aus: 32,5 Knoten, Wendekreisradius 680 Meter, 9,6 Sekunden Ruderstellzeit zu Wasser, 11,7 Kilometer Aufdeckung und zu Luft 8,1. Ja, jetzt wird spannend. Jetzt kommen wir zum zweithöchsten, der Neptun. Was sehen wir dabei? Erstmal die Verbesserung hier einmal durchklicken, dass ihr auch seht, was ihr einbauen könnt. 6 Slots haben wir da vorhanden. Wieder hier die Reparaturmannschaft möglich. Wieder hier Nebelwerfer und Überwachungsradar. Und die hydroakustische Suche, wobei wir sehen hier kein Katapultjäger oder Aufklärer vorhanden. 5 Sekunden Ladezeit ist sehr schnell dann. Rumpf A. 39.900 Hitpoints, der Rumpf B verbessert das Ganze dann auf 44,9. Torpedos wieder zwei erforschbare und die zweiten erhöhen lediglich den Schaden. Bei 10 Kilometer pendeln die sich jetzt scheinbar dann ein. Feuerleitanlage 15 Kilometer bzw. 16,5 mit der Verbesserung und der Motor bringt 33,5 Knoten zutage. Hier sehen wir dann das Ganze schon, die Zitadelle schon etwas weiter aus dem Wasser herausragend. Hier dann sehr wohl gut zu treffen, schätze ich mal. Die Hauptbatterie mit 5 Sekunden eben sehr schnell laden, dann schon Sekundärbewaffnung. Wieder 5 Kilometer, aber hier 7% Brandwahrscheinlichkeit. Und die Flaks im Detail. Höchstgeschwindigkeit eben 33,5 Knoten. Wendekreisradius 710. Ruderstellzeit 10,8 Sekunden. Zu Wasser geht es auf bei 13,1. Zu Luft bei 9,1. Und wir schauen uns auch noch hier die Tarnungen auf dem Schiff selber an.
Und jetzt kommen wir zum wichtigsten, zur Minotaur, dem Tier Zehnkreuzer. Da gibt es dann nichts mehr zu erforschen. Ladezeit hier 3,2 Sekunden, also sehr schnell schießend. Natürlich keine HE-Granaten. Also ihr seht, die Belfast, der Premium-Kreuzer, bleibt der einzige Kreuzer mit HE-Granaten. 43.300 Hitpoints. 10 Kilometer Reichweite der Torpedos. 15,8 Kilometer Reichweite der Türme. 33,5 Knoten. Reparaturmannschaft. Hier wieder das gleiche Spiel mit Nebelwerfer und Überwachungsradar und der Hydroküstensuche. Also wieder kein Flugzeug drauf. Die Verbesserung natürlich 6 Slots. Zum Äußeren. Typ 1, Typ 2, Typ 5. Und Typ 6. Panzerungsanordnung. Auch hier Breitseite sollte man vermeiden. Zitadelle ist gerade hier mittig sehr, sehr gut zu treffen. So, ansonsten Torpedoschutzschadensverringerung 13%. 5 Türme, 3 vorne, 2 hinten. Torpedowerfer hatten wir schon. Die Flugabwehr sensationell, also die ist hier wirklich sehr stark bei dem Schiff. Wendekreisradius 660 Meter, Ruderstellzeit 10,4, zu Wasser bei 11,5 und zu Luft bei 9,1. Ja, das war's dann. Natürlich werdet ihr die Schiffe auch noch dann in dem Gameplay einzeln vorgestellt bekommen, aber hier habt ihr jetzt mal den ganzen Tech-Tree gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch auf den Tech-Tree und die Schiffe freut. Ansonsten bis zum nächsten Video, euer Alcaramba. Tschüss.